recht herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ihr habt richtig gesehen, das ist mein, ja, schon dicker, fetter Stapel an Shiny-Stickern, die ich habe. Wir werden die jetzt gleich sortieren nach Purple, Green, Blau und Golden, Signature, Gold-Sticker etc. Ich habe die immer nur auf einen Stapel gemacht, also die Purple, also die Shiny-Variationen habe ich immer auf einen Stapel gepackt. Und ihr seht schon vorne, Franz Beckenbauer, kann ich ja direkt mal hier so hinlegen, als Green Shiny Sticker. Wie viele Shiny Sticker habt ihr? Schreibt mal gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefällt, natürlich einen Daumen nach oben da lassen und falls ihr noch nicht Abonnent seid, sehr, sehr gerne kostenlos abonnieren. Ich packe mal hier die Sticker unter meiner Facecam. Wieso? Dass ihr nicht immer gespoilert werdet. Weil ich nehme jetzt den ersten Sticker runter und zack, es ist Franz Beckenbauer, habt ihr ja schon gesehen. Ich finde es sehr, sehr geil, dass es Topps so gemacht hat. Ich finde es aber ein Ticken zu viel. Versteht ihr, was ich meine? Also Green, Purple, Blau, bla bla bla. Den Numbered Sticker, ich habe nicht einen einzigen Numbered Sticker bekommen. Weil dann Numbertechnisch finde ich es zu wenig, dass es nur 24 nummerierte Sticker gibt. Und die One of One hätte man ruhig noch 99 einbauen können. Weil dann hätte man sicherlich auch öfter einen nummerierten Sticker bekommen. Genau. Wir starten hier mit Franz Beckenbauer in Grün. Dann als zweiten Sticker haben wir CR7 Cristiano Ronaldo. Auch ein sehr, sehr, sehr geiler Sticker. Ich glaube, Grün habe ich sowieso nicht so viele, deswegen kann ich die so untereinander packen. Dann machen wir weiter mit ein paar Goldenen. Ich nehme direkt hier den Stapel, der so sortiert ist auf dem, in dem dicken Stapel. Es ist Leroy Sané Gold, packe ich mal hier unten hin. Dann haben wir Leroy Sané als Normalgold. Diesen Wechsel mache ich. Unterschrift, nicht Unterschrift. Also das ist Golden Signature. Der Sané war nur Gold. Cengiz Ünder als Golden Signature. Heuberg. Flavic. Lobotka. Und Heuberg. Das heißt, Heuberg habe ich einmal als Signature und einmal nicht als Signature. Dann geht es weiter mit den, ja, mit einem Topps Shiny Sticker. Die sind ja definitiv seltener als die Purple Sticker. Ob sie seltener sind als die blauen, werden wir gleich sehen, weil, ne? Ich habe ja hier so einen dicken Stapel, mal gucken, wie viele ich insgesamt habe. Es ist Kasachstan-Logo. Dann haben wir hier Raswan Marin Signature Gold von Rumänien. Dann haben wir unseren ersten Purple Sticker, Johan Bakayoko. Ich lege es mal so hin. Dann haben wir hier noch Platz für Blau. Dann kommt Rafael Leao als Topps Shiny. Federico Chiesa, Gold Signature. Scott McTominay, Gold. Nehme ich mal ein paar mehr in die Hand, weil jetzt kommt hier viel Purple. Callum Stiles. Stanzio, Österreich Logo und Wayne Rooney. Zwischengemogelt ist noch ein Lobotka Signature und ein Lukaku Signature. Hinten noch ein Willi Orban Signature und Samardzic mit dem Frankreich Logo. Willi Orban wieder als Signature. Dann haben wir hier Kerkets als Topps Shiny und Rida Bonucci Kamavinga als Purple. Rodri, Chiesa, Heuberg, Coman. Rodri, Coman als Golden Signature. Chiesa und Heuberg normal. Da sehe ich den ersten grünen. Es ist erstmal das Dänemark Topps Shiny. Shaqiri und wieder Rooney. Ah, den ersten grünen, den ersten blauen meinte ich. Es ist das Island Logo erstmal noch davor. Island Logo. Und dann haben wir hier Janis Hadji aus Rumänien. Und ich finde blaue Shiny schon mit am geilsten, ne? Blau oder grün. Andere Varianten habe ich ja noch nicht gesehen, noch nicht gezogen. Aber wir werden ja noch weitere Videos machen in den nächsten Wochen. Albanien, Frankreich, Adamu, Luis und Guardiol. Lajli Benes, Topps Shiny. Dann Kroatien, De Bruyne, Polen. Ungarn, Van Dijk, Rieder, Samardzic und Dani Olmo. Topps Shiny, Hakan Çalhanoğlu. Ukraine-Logo und Billy Gilmour. Dann kommt der nächste blaue. Das ist Edrit Berisha aus Albanien. Alles kreuz und quer hier. Frankie de Jong leider auch verletzt. EM aus für ihn, Kasachstan. Slowakei Topps Shiny, Kerkets, Spanien und CR7 als Purple. Purple, Mörpel. Und, was habt ihr? Zack, zack. Oder womit habt ihr es?
habt ihr gerechnet richtig mit dem nächsten CR7 Sticker, CR7 als Shiny, das heißt alles, ich habe CR7 komplett, plus Blau fehlt da. Süßloff und Lars Libanis Purple, Jorginho in Blau, dann der, das ist normaler, ups, der sollte dann nicht rein in den Stapel, das ist ein normaler Shiny Sticker, egal, lege ich trotzdem hier mal dazu. Zinedine Zidane, Oblak und Choboschlei. Ich wusste gar nicht, dass ich den zweimal habe. Ja, moin. CR7 Top Shiny. Geil. So, jetzt kommt hier sehr, sehr viel Gold. Sané, Silva. McTominay, Kovacic, Kovacic. Warum ist er so dick? Hüsey, ist auch dick. Okafor, Flaovic, Cesco, Flaovic, Heuberg, Ünder, Koman, Silva, Marin, Cesco, Hüsey, Silva. Dann ziemlich viele Purples jetzt hintereinander. Styles, Bakayoko, De Bruyne, Bibopnik, Skriniar, Schweiz-Logo, Serbien-Logo, Ukraine, Belgien, Cesco, Cesco, Rooney, Niederlande, Kroatien und Ungarn. So, dann Süßloff, Top Shiny, Kovacic, Palma und Kroatien, Italien, Bayrami, Felix. Ich habe noch einen Top Shiny CR7? Ich habe drei? Ja, moin. Griechenland-Logo, Italien in grün, Xavi Simons, Adamu, Skriniar, Slowenien, Broja, Kerkez, Çalhanoğlu. Dann haben wir Island-Logo, Milan Skriniar in grün, Franz Beckenbauer, Finnland, Bonucci, Rumänien, Türkei, Damsgaard, Schweiz, Hagi, Guardiol und Milinkovic, Savic. Dann Sané Signature, Hüsey, Silva, Flaovic, Flaovic Signature, Hüsey, Mateo Kovacic, Arnautovic Signature, aha, Milan Skriniar Blau, Harry Kane Purple, Flaovic, Purple Purple, Felix und Jay Adams, Top Shiny Fabian Rieder und Silver Dings und Silver Signature. Cole Palmer in grün. Dann Orban, zack, Schick, Flaovic, Hüsey, Cesco, Rodri, bam. Xavi Simons, Usman Dembélé und Georgien-Logo. Stapel wird kleiner. Niederlande, Griechenland, Palma, Finnland. Bernardo Silva wieder links. Jamal Musiala zweimal hintereinander. Zinedine Zidane. Lamine Jamal, das ist mein einziger Jamal in Purple. Robertson, dann haben wir Broja, Tops Shiny, Österreich in Blau. Granit Xhaka in Blau. Da kommt nochmal was Grünes. Das Österreich-Logo habe ich in grün und blau. Jamal Musiala den dritten. Okay, habe ich doch dreimal. Bam. Dann Xavi Simons da. Nochmal Blau-Luxemburg-Logo. Dann Kasachstan Tops Shiny. Kovacic, Leao, Kjær, Bayrami, Bosnien, Luxemburg. Finnland Tops Shiny. Slowakei, grün, Milinkovic, Savic. Grün, Shea Adams. Samadic Top Shiny und der Rest ist Purple und dann liegt nur noch ein Goldener und das ist wieder Hüsey. Ich glaube, Hüsey wäre so oft als Gold. Junge, Junge, Junge. Also man kann schon eine ganz gute Quote ziehen, würde ich sagen. Purple natürlich das unseltenste, aber natürlich noch seltener als die normalen Shinies. Die Frage ist dann, ich habe mehr Top Shiny als Grün. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Stück. Und grün sind keine 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 habe ich grün. Und blau habe ich weniger als 10. 3, 4, 5, 6, 7. Also ist blau seltener als grün, würde ich schon mal jetzt sagen. Und Gold Signature sind es auch einige, Normalgold sind ungefähr sogar gleich. Und das waren meine Shinies, Jungs und Mädels. Ich hoffe, für euch war es interessant, mal meine ganzen Shiny-Minis zu sehen. Kommentiert mal gerne mit euren Favoriten und wie viele habt ihr? Also mit euren Favoriten-Sticker von meinen und von einem, den ihr habt zum Beispiel. Also lasst ein Like, lasst ein Abo da, wir sehen uns beim nächsten Mal und tschüssi.